Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Jetzt haben wir die zwei Motoren durchgemacht, ja, also Nebenschlussmotor, Reinschlussmotor. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn man so einen Motor, wir nehmen den Reinschlussmotor, an eine Wechselspannung schaltet. So ein Ding ist voll häufig, ist wirklich häufig, heißt Universalmotor. Ja, wie funktioniert das? Überlegen wir uns das. Also ich habe hier eine Reinschlussmaschine eingezeichnet. Auf die Wendepole habe ich jetzt einmal verzichtet, weil die sind eigentlich fürs Verständnis nicht wirklich wichtig. Die haben wir eh das letzte Mal besprochen. Wie funktioniert jetzt dieser Universalmotor? Was haben wir? Ja, wir haben hier... fangen wir einfach an. Ja. Also das innere Moment Mi vor dem Motor war ja K mal Phi mal Ia. Okay? Das war das Moment. Welche Größen, wenn wir uns das überlegen, ja? Wir haben hier jetzt praktisch unser Ia. Wir haben unser Phi, was das wieder zeugt, und das I wird eben ein Ia von T. Das wird jetzt ein Wechselstrom. Ja? Und das Phi wird ebenfalls ein Phi von T. Das heißt, ich habe kein Mi, ich habe ein M von T. Ja? Da machen wir einen Übergang. Das ist, das K ändert sich nicht, die Konstante bleibt konstant. Aber ich habe da ein Phi von T. Ja? Und ich habe ein Ia von T. Ich habe Änderungen. Ja? Und jetzt, wie ist das Ia von T? Das Ia von T? Das ist, ja, Effektivität, Wurzel 2. Wurzel 2 mal Effektivität ist die Amplitude. Und dann mache ich einfach ein Sinus Omega T. Also mit einer gewissen Frequenz wird das da drauf geschaltet. Ich zeichne das da rüber ein. Also das ist ein Ia von T. Ja, und das ist ein sinusförmiger. Ich habe das da drunter schon super vorbereitet, dass ich das nur mehr nachziehen muss, halbwegs vernünftig. Der hat dann eine gewisse Amplitude, eben Wurzel 2 Ia. Ia ist der Effektivwert. Okay. So schaut eben das Ia von T aus. Wie ist jetzt das Phi von T? Ja. Ich vielleicht grün. Ja. Das Phi von T. Da gibt es ein Phi Dach. Eine Amplitude, das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie groß das ist, weil es kommt ja auf die Windungsanzahl von dem zeigt er an und so weiter. Gell? Aber auch, es wird sich mit Sinus Omega T, also in Phase mit dem Strom, wenn ein Strom durch eine Spule rinnt, erzeugt ein magnetisches Feld, wird sich ändern. Ja? Und da haben wir also das Phi von T. Steigt hier an, ich zeichne das jetzt entsprechend kleiner. Die Skalierungen sind eben so gewählt, dass das so aussieht. Ja? Damals Phi von T. Wunderschön. So, und jetzt setze ich das da oben ein. Ja? Jetzt setze ich das ein in das M von T. Ja? Und schauen wir an, was da rauskommt. M von T ist gleich. Und jetzt habe ich K. K bleibt K. K bleibt da, K. Und jetzt Phi von T, das ist Phi Dach. Wo ist der da liegen? Mal Sinus Omega T. Ja. Und dann mal Ia. Mal Wurzel 2 Ia. Mal Sinus Omega T. Okay? Gut! Ausrechnen bitte. Ja. Wir haben also hier K mal Wurzel 2 Ja mal Phi Dach mal Sinusquadrat Omega T. Okay. Das Sinusquadrat Omega T kann man umwandeln. Ja.
Wie können wir das umwandeln? Nun, ich hoffe, die meisten wissen, ja, dass zum Beispiel der Kosinus von 2x ist ja Kosinus Quadrat x minus Sinus Quadrat x. Okay? Und weiter gilt Kosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x ist gleich 1. Satz von Pythagoras, gell? Satz von Pythagoras ist das. Das ist so ein Additionstheorem, das ist Satz von Pythagoras. Das heißt, das Kosinus Quadrat x ist gleich 1 minus Sinus Quadrat x. Ja? Das heißt, wenn ich das darum einsetze, ja, habe ich da Kosinus von 2x ist gleich 1 minus 2 Sinus Quadrat x. Das heißt, mein Sinus Quadrat x, das ist ja praktisch das da oben, ja, ist gleich 1 minus Kosinus von 2x halbe. Kann man gleich auch auswendig lernen, aber so kann man es herleiten. Wenn ich das jetzt oben hier einsetze, komme ich drauf, dass eben mein mt, m von t, ist gleich, ich schreibe es nochmal, ja, k mal Wurzel 2 mal ia mal phi dach, ja, und jetzt setze ich das ein, mal 1 minus Kosinus von 2 Omega t dividiert, haben wir schon mal die doppelte Frequenz, halbe. Ja. Und jetzt das halbe und das 2, ich meine, das ist Wurzel 2 zum Quadrat, kann ich einmal wegkürzen. Ich habe hier also stehen, im Prinzip k mal phi dach an das und dann ia durch Wurzel 2 dieses Mal und dann habe ich 1 minus Kosinus von 2 Omega t. Ich bekomme also eine Schwingung. Ja, und was ist der kleinste Wert, den ich da habe? Der kleinste Wert, den ich da habe, das ist die Amplitude. Nicht wirklich. Ja, und das ist der kleinste Wert, den ich da habe, ist 0. Das heißt, weil das Kosinus wieder maximal minus 1. Ja, das heißt, oder 1, maximal 1. 1 minus 1 ist 0. Das heißt, das ist der größte Wert. Oder ich habe eben minus 1, dann habe ich 2 doppelt so großen Wert. Das heißt, wir haben hier ein pulsierendes Moment, was mit der doppelten Frequenz pulsiert. Auch schon tut das so. Also wenn ich hier das m von t auch noch einzeichne, dann schaut es da so aus und pulsiert um einen Mittelwert. Aber wichtig an und für sich ist, wichtig ist, dass es pulsiert und zwar auf einer Seite. Das heißt, wir haben immer, im Schnitt haben wir immer ein positives Moment. Das heißt, das Ding dreht sich. Das Ding dreht sich. Das heißt, mein Moment hat einen zeitlich linearen Mittelwert, der nicht null ist, der nicht einfach, das Ziel hat nicht nur, das dreht sich tatsächlich. Das einzige Sache, die ich machen muss, weil jetzt habe ich da in der Erregerwicklung ja ebenfalls ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld, also ein pulsierendes Magnetfeld, ein Wechselfeld. Jetzt muss ich natürlich den Stator, kann ich nicht massiv ausführen, muss ein Geblecht ausführen. Weil ja, Wirbelströme und so weiter würden sich da bilden. Passt. Ja. Habe ich noch ein zweites Problem? Ja, ich habe noch ein zweites Problem. Schauen wir uns die Stromwendung nochmal an. Irgendwann gibt es den Fall, wo so eine Bürste da drüber fährt und diese Windung kurz geschlossen ist. Ja. Und die umschließt genau einen Pol. Das haben wir mal angeschaut. Ja. So, und jetzt, das war kein Thema. Das war bei der Gleichstrommaschine kein Thema, weil das Magnetfeld hat sich ja nicht geändert. Aber jetzt haben wir an und für sich das Problem, dass sich dieses Magnetfeld hier zeitlich ändert. Das heißt, ich habe hier eine kurz geschlossene Windung, in der sich ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld befindet. Und ich habe da plötzlich eine Induktion. Ich induziere in diese Spule eine Spannung und die wird natürlich umso größer, je schneller sich das Magnetfeld ändert. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil das belastet, das ist Stromfluss über die Bürsten, das belastet die Bürsten werden schneller hin. Habe ich heute das Problem. Ja. Haushaltsmaschinen
hatten dieses Problem oder haben dieses Problem, ja, mit diesen Universalmotoren, da sind die Dinger drin, ja, dann werden die Bürsten hin. Ist so. Ja. Das war die häufigste Ursache für einen Ausfall von ihrem Motor, war eben Bürste kaputt. Jetzt sage ich, die Lokomotiven fahren auch so, ja, zumindest ältere Lokomotiven, haben Universalmotoren verwendet. Und da geht es nicht um ein paar Watt oder ein paar hundert Watt, da geht es um Kilo und Megawatt. Ja. Geht es um ein paar hundert Kilo und Megawatt. Und da, ich meine, wenn wir da ein bisschen was induzieren, das ist schon schlecht. Ja. Was können wir also machen, um diese Spannungsinduzierung in dieser Spule zu reduzieren? Nun, wir lassen das Magnetfeld sich langsamer ändern. Ja. Und das ist der Grund, warum bei der Bahn, ja, bei der Bahn haben wir nicht 50 Hertz. Ja. Bahn, Traktionsmotor. Das ist ein Lokomotivmotor. Ja. Aber wir haben dort, früher haben wir gehabt 16 2 Drittel Hertz. Ja. Jetzt haben wir 16,7 Hertz. Ist jetzt die Bahnnorm an und für sich. 16,7 Hertz. 16 2 Drittel Hertz war es. Ja, das ist nicht, weil die Bahn langsamer fährt, ja, sondern das ist eben, dass die Gleichstrommotore besser passen. Warum 16 2 Drittel? Nun, weil das eben mit ganzzahligen Windungszahlen aus 50 Hertz machbar ist. Ja. Ja. So, wenn man das mal 3 nimmt, haben wir die 50 Hertz. Universalmotor. So schaut das aus. So wird das gemacht. Ja. Also, wenn ich einen Gleichstrommotor an einem Wechselstromnetz hänge, dauert es ja auch. Super Ding, oder? Super Ding. Eben das Magnetfeld pulsiert und wenn wir da keinen geblechten Stator haben, naja, dann sind halt, wird das warm, weil da Wirbelströme sich bilden und es funktioniert nicht so gut. Aber wenn man da ein paar konstruktive Sachen drin hat, dann kann man das machen. Ja? Wie ändern wir die Drehzahl? Nun, indem wir einfach die Spannung ändern. Ja? Spannung, Wechselspannung ändern, geht relativ leicht über den Trafo. Super. Ja, brauchen wir keine Gleichstromstelle oder sowas. Bei kleinen Maschinen kann man über ein Dreieck, das heißt da ein bisschen Phasen ansteuern. Wie das mit den Phasen ansteuern funktioniert, werden wir uns bald ansehen, nämlich im nächsten Video. Ja, im nächsten Video reden wir über Schaltungen, wie wir aus Wechselspannung Gleichspannung machen können. Im nächsten Video wird es nur gehen um ein paar Grundbegriffe und so weiter. Ja, und dann schauen wir sich wirkliche Schaltungen an, wie wir aus sinusförmigen Wechselspannungen Gleichspannungen erzeugen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.